Die Bundesregierung ist gegebenenfalls jederzeit dazu in der Lage, Maßnahmen zum Schutz unserer Südgrenzen zu ergreifen. Es wird ja kommende Woche auch schon verstärkte Grenzkontrollen am Brenner auch geben. Und die Grenzschutzübung letzte Woche hat auch gezeigt, dass es funktioniert. Und dafür möchte ich mich auch noch einmal ausdrücklich beim Innenminister Herbert Kickl an dieser Stelle bedanken. Wir erwarten uns jetzt jedenfalls eine rasche Klärung der deutschen Position in der Bundesregierung. Die deutschen Überlegungen beweisen ja außerdem einmal mehr, wie wichtig ein gemeinsamer europäischer Außengrenzschutz auch ist. Darauf weisen wir ja seit geraumer Zeit hin. Zum Glück hat es hier auch auf europäischer Ebene ja durchaus auch ein Umdenken gegeben, wie wir in der letzten Zeit ja auch bemerken konnten, auch im Rahmen der letzten europäischen Sitzung. Und ein Europa ohne Grenzen nach innen ist ja nur mit funktionierenden Außengrenzen möglich.